Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, haben Sie sich auch schon einmal die Gedanken gemacht, warum Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder in Krisensituationen, wie wir sie derzeit ja auch haben, eine hohe Verletzlichkeit aufzeigen? Dass sie sehr belastet sind aufgrund der Krisensituation? Dass sogar Störungen sich entwickelt? Und andere Menschen wiederum zeigen überhaupt nichts. Sie sind belastbarer. Und man hat das Gefühl, dass diese Krisensituation denen nichts ausmacht, dass es einfach so von ihnen abprallt. Ja, das Zauberwort hierbei ist psychische Widerstandsfähigkeit, Resilienz auch genannt. Ja, und in meiner anschließenden Präsentation möchte ich Ihnen das Thema Resilienz näher bringen und möchte Ihnen unterschiedliche Tipps einmal aufzeigen, wie Sie Ihr Leben resilienter, also widerstandsfähiger gestalten können. Ja, mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe und Ihr psychologischer Berater. Willkommen zurück. Schön, dass Sie wieder dabei sind oder noch besser am Ball bleiben. Heute möchte ich Ihnen eine Präsentation zum Thema Resilienz gestalten. Aber zunächst müsste man einmal definieren, was Resilienz überhaupt bedeutet und was Resilienz beschreibt. Zudem möchte ich Ihnen in meiner Präsentation auch 7 Tipps mit auf den Weg geben, wie Sie Ihre psychische Widerstandskraft steigern können oder noch verbessern können. Ja, aber nun kommen wir erst einmal zu dem Begriff Resilienz. Ja, Resilienz beschreibt die Stärke, mit Krisensituationen fertig zu werden und leitet sich vom lateinischen Wort resiliere ab. Ja, übersetzt in Deutsch heißt das so gut wie abprallen, also es prallt etwas von einem ab. Auch in der Physik ist der Begriff gegeben, aber da es sich hier primär um Psychologie handelt, lasse ich das mal außer Acht. Ja, im Leben eines Menschen kommt es immer wieder zur Situation, wo es so scheint, als wenn die Welt stehen geblieben ist, sich nicht mehr dreht. Belastungssituationen aufkommen, Krisensituationen aufkommen, wie auch derzeit in unserer Gesellschaft das Thema der Pandemie eine Krise darstellt. Manche Menschen haben in Krisensituationen es furchtbar schwer und können mit der Situation schlecht umgehen und eine Anpassungsleistung erbringen. Andere Menschen wiederum sind in der Krise stark und erleben die Krise immer auch als Chance und gehen meistens mit einer guten psychologischen Gesundheit aus der Krise wieder heraus. Ja, warum ist das so, dass einige Menschen durch Krisensituationen und belastende Situationen eine Störung entwickeln und andere Menschen wiederum in der gleichen Situation oder in einer ähnlichen Situation gesund aus der Situation herauskommen? Ja, hiermit beschäftigt sich die Resilienzforschung und untersucht, warum Menschen in schwierigen Situationen gesund bleiben und andere wiederum eine hohe Verletzlichkeit, also Vulnerabilität, aufzeigen. Die Psychologin Amy Werner ging solchen Fragen nach und leitete somit die Anfänge der Resilienzforschung ein. Ja, aber was zeichnet nun resiliente Menschen eigentlich aus? Und hier kommen wir schon zu meinen 7 Tipps. Die 7 Tipps entsprechen auch den 7 Säulen der Resilienz. Und ich fange mit der ersten Säule und somit auch mit dem ersten Tipp an. Und die erste Säule heißt Optimismus. Selbst in schwierigen Lebenskrisen optimistisch zu bleiben, fällt oft ein nicht leicht, kann aber als eine Art von Notwehr angesehen werden, sich nicht unterkriegen zu lassen. Wie Sie ja bereits schon gelernt haben bei meinen Stresstheorien und den Stressformen, es kommt immer auf die Bewertung an, die Bewertung einer Situation, ist ausschlaggebend dafür, ob ich die Situation als positiv bewerte oder als negativ bewerte. Ja, und die meisten bewerten immer alles ganz schlimm. Und hier könnte man mal für sich hinterfragen, ob meine Bewertungssituation gerechtfertigt ist. Und ob man vielleicht etwas Positives aus einer Situation herausnehmen kann
um sich daran aufrechtzuerhalten, um stark zu bleiben. Das heißt nicht, dass resiliente Menschen nicht auch trauern oder auch mal wütend sind oder auch Frust schieben oder die Frustrationstoleranzgrenze nicht auch mal gering ist. Sie erleben ihre Emotionen ganz klar, können diese auch benennen. Nur sind sie in einem hohen Maß reflektionsfähig und können die Thematik für sich noch einmal reflektieren und versuchen, das Beste da aus sich herauszuholen. Ich mache Ihnen ein kurzes Beispiel zur aktuellen Situation. Ja, im Lockdown 1, wo man sich isolieren sollte und zu Hause bleiben sollte und private Kontakte zurückschrauben sollte, kann man jetzt sagen, oh wie furchtbar, ich fühle mich einsam, ich fühle mich alleine, ich habe keine Erlebnisse mehr, keine Hobbys mehr, alles liegt brach und es ist furchtbar. Ja, es ist furchtbar. Ein resilienter Mensch würde sich sagen, wunderbar, endlich habe ich mal wieder Zeit für mich selbst. Endlich habe ich auch mal wieder Zeit, ein gutes Buch zu lesen. Oder ich mache einfach in der Zeit, die mir bleibt, die ich mehr dadurch zur Verfügung habe, etwas Wunderbares für mich ganz alleine, für mich persönlich. In meinem Beispiel zum Beispiel habe ich ein Projekt gestartet. Projekt 1 war im Keller ein Terrarium bauen. Mit allem, was dazugehört. Mein handwerkliches Geschick ist nicht sehr groß, aber das habe ich mir zum Projekt gemacht, die Zeit, die gewonnen ist, einfach zu nutzen, um etwas Neues auszuprobieren, um etwas zu schaffen. Ja, das war so mein Projekt im Lockdown Nummer 1. Daraus ist ein Terrarium entstanden. Und nun wohnt da ein Chamäleon drin, ein Jemen-Chamäleon. Das heißt also, trotz schwieriger Situation, trotz Krisensituation und auch innerer Unruhe, ne, was kommt da auf uns zu im Rahmen der Pandemie, sollte man dennoch auch mal darauf schauen, was bietet mir eigentlich diese schwierige Situation, was kann ich daraus an Nutzen ziehen, etwas ergaunern. Und wir alle haben Zeit uns ergaunert, Zeit für uns selbst. Und wenn Sie merken, dass Sie immer wieder in alte Gedankenmuster fallen und immer weiter auch problemorientiert bleiben, gibt es wunderbare und unterschiedliche Methoden, wie man versuchen kann, wegzukommen von dem problemorientierten Denken. Schauen Sie sich doch einfach mal meine 4 Tipps an zum Thema Stressprävention. Da habe ich Ihnen etwas erzählt, zum Beispiel mit den Glücksbohnen. Vielleicht hilft Ihnen das ja. Probieren Sie es einfach doch mal aus. Ja, kommen wir nun zur Säule 2. Oder auch besser gesagt, mein Tipp Nummer 2. Ja, mein Tipp Nummer 2 ist die Akzeptanz. Dinge so annehmen, wie sie sind. Dinge einfach mal erleben. Ohne sie vielleicht auch zu bewerten. Akzeptanz. Erst wer das eigene Schicksal akzeptiert, kann damit beginnen, die anstehenden Probleme in Angriff zu nehmen. Das Gegengewicht zur Akzeptanz wäre die Ablehnung. Und Ablehnung verschlingt sehr viel Kraft und sehr viel Energie. Und doch gerade diese Kraft ist doch so wichtig, um sie in einer Krisensituation zielgerecht auch einsetzen zu können. Mit der Akzeptanz und Dinge einfach mal so wahrzunehmen, wie sie sind und Dinge auch einfach mal in den Raum stehen zu lassen, kann man hervorragend lernen durch Achtsamkeit. Achtsamkeitsbasiertes Stressmanagement. Hierzu gibt es allerhand Möglichkeiten, Apps oder die Krankenkassen bieten hier auch eine Menge Möglichkeit an. Seine Wahrnehmung zu fokussieren, sich auf das besinnen, was gerade ist. Und versuchen, seine Bewertung hier einmal rauszuhalten. Neutral, sachlich, eine Situation anzunehmen.
und dann analytisch zu betrachten, was kann ich hier aus der Situation für mich gewinnbringend herausnehmen. Aus dem Optimismus und der Akzeptanz ergibt sich die dritte Säule und somit auch mein dritter Tipp, nämlich lösungsorientiertes Denken und Handeln. Ja, resiliente Menschen lassen sich durch problematische Situationen nur geringfügig aus der Ruhe bringen. Sie sehen die Situation primär als eine Herausforderung, als machbar, erlebbar. Und ich kann es schaffen, mit der Situation fertig zu werden und damit auch umgehen zu können. Anstatt sich die Frage zu stellen, warum trifft es gerade mich, fragen sich resiliente Menschen: Jetzt hat es mich getroffen und was kann ich tun, um mit der Situation am besten umzugehen? Unbeschadet aus der Situation herauszukommen. Handlungsfähigkeit zu bleiben. Und das ist besonders wichtig. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin handlungsfähig und kann mit meinem Repertoire die Situation meistern, macht das ein ganz anderes Grundgefühl. Und das ist das, was resiliente Menschen umsetzen, nämlich oftmals ein lösungsorientiertes Denken. Ja, Resilienz kann sich entwickeln durch das Leben. Manche entwickeln eine gesunde Widerstandskraft, also psychische Widerstandskraft, von Kindheitsbeinen an. Aber Resilienz ist durchaus auch noch im Erwachsenenalter erlernbar und trainierbar, also Kopf hoch. Hopfen und Malz ist noch nicht verloren. Auch Sie können es schaffen, Ihr Leben resilienter zu gestalten. Kommen wir nun zu Tipp 4. Opferrolle. Opferrolle verlassen. Ja, wer sich immer in einer Opferrolle sieht oder das so empfindet, dass er ein Opfer ist, fühlt sich anhaltend und oft ohnmächtig. Alleingelassen. Er fühlt sich nicht in der Lage, die Situation in irgendeiner Form zu bewältigen oder etwas anderes darin umzusetzen. Nur wer es schafft, diese Opferrolle aufzugeben, der beginnt beinahe automatisch aktiv zu werden. Aktiv zu werden, etwas zu tun und etwas zu leisten. Seine Ressourcen auszuschöpfen, um diese ohnmächtige Situation, überfordernde Situation, machtlose Situation zu begegnen, sie zu verändern. Ja, mit der Akzeptanz, ich nehme die Situation an, mit lösungsorientiertem Denken und mit der Motivation rauszukommen aus der Ohnmacht, die Dinge in die Hand zu nehmen und aktiv zu werden, geht es nach vorn. In der Opferrolle ist oft der Blick in die Zukunft sehr verbaut. Also wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie sich in einer Opfersituation befinden, ohnmächtig sind und machtlos sind, atmen Sie tief durch und richten sich auf und holen sich Hilfe, Unterstützung. Oder schauen Sie, ob Sie ähnliche Situationen in Ihrer Vergangenheit schon mal erlebt haben. Und mit welchem Handwerkszeug konnten Sie aus der Situation für sich selbst gewinnbringend herauskommen? Wenn Sie da einen verbauten Blick haben, benötigen Sie vielleicht auch Unterstützung. Und dann kann es gut sein, auch Unterstützung einzufordern. Ja, kommen wir nun zu Tipp 5, also auch die fünfte Säule. Das ist Verantwortung übernehmen. Verantwortung für sich selbst und für sein Leben übernehmen. Nun kann man sich hinsetzen und sich Gedanken machen, wer hat Schuld? Wer hat Schuld an meiner Situation? Man kann Schuldzuweisungen ausüben, man kann Wut und Zorn empfinden und da nicht wieder herauskommen. Sinnvoll ist es aber, sich eine Strategie zu entwickeln und zu überprüfen, realistisch einzuschätzen,
welchen Teil man selbst zur gegenwärtigen Krise dazu beigetragen hat vielleicht. Was kommt von mir? Wo unterstütze ich die Situation? Und was kommt von anderen, von außen, wo ich vielleicht diese Überforderung erlebe? Und hier stellt sich die Frage, ist es so, dass ich die großen Rahmenbedingungen, zum Beispiel in einem Betrieb, in einem Unternehmen, wo nur mit einem begrenzten Budget es einen gewissen Rahmen gibt, kann ich das Große und Ganze ändern? Kann ich die Rahmenbedingungen ändern? Oder kann ich für mich und meinen Bereich Verantwortung übernehmen und mich der Situation entsprechend anpassen? Was kann ich tun, um meine Haltung, meine Meinung, meine Einstellung in der Situation, in den Rahmenbedingungen zu verändern, um gegebenenfalls, wenn sie es wünschen, vielleicht ist es aber auch so, dass sie es nicht wünschen, eine Anpassungsleistung zu erbringen. Wenn sie sich der Situation aber nicht anpassen wollen und den Rahmenbedingungen nicht entsprechen und immer wieder gegen ihre eigenen inneren Grenzen ankämpfen, dann kann das auch mal gut sein, die Rahmenbedingungen zu verlassen und sich neue Rahmenbedingungen zu suchen. Kommen wir nun zu Tipp 6 oder auch Säule 6 genannt. Netzwerke aufbauen. Sich anderen Menschen anzuvertrauen und enge Bindungen einzugehen, kann das eigene Selbstwertgefühl massiv steigern und dazu beitragen, Krisen gelassener zu überstehen. Bindung, gute soziale Kontakte sind immer sehr sinnvoll und sehr gut, denn Menschen sind ja Sozialwesen. Wir werden in Gruppen geboren, wir leben in Gruppen und wir brauchen die Interaktion. Oftmals ist der erste Weg in eine psychische Krise, in eine psychische Störung oder sogar in eine Erkrankung der Weg der sozialen Isolation, Rückzug und alles mit sich selbst ausmachen. Zudem hat Sozialisation, soziale Kontakte, Netzwerke auch noch einen anderen positiven Nebeneffekt. Ich kann meine Selbstwahrnehmung schulen durch Fremdwahrnehmung. Wie erleben mich andere? Und vielleicht haben Sie hier auch schon mal von dem Johari-Fenster gehört, dem sogenannten blinden Fleck. Der blinde Fleck ist oftmals sehr groß. Also das ist das, was andere von mir erleben, wie sie mich wahrnehmen und was ich selber von mir nicht sehe und erlebe. Und diesen blinden Fleck kann man deutlichst reduzieren, indem man sich dafür interessiert, wie andere Menschen einen wahrnehmen und erleben. Und dementsprechend kann sich Selbstvertrauen und aber auch eine geschulte Selbstreflexion entwickeln. Ja, zudem ist ein gutes Netzwerk auch wichtig, denn hier hat man Menschen, wo man sie auch darum bitten kann, eine Unterstützung zu erfahren. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie mit Ihrem Handwerkzeug, mit Ihrem Repertoire eine Situation nicht meistern können, springen Sie über Ihren Schatten und bitten Sie doch einmal um Hilfe. Vielleicht haben andere Menschen ähnliche Situationen erlebt und dann kann das spannend sein, wie diese Menschen aus der Situation herausgekommen sind. Und vielleicht können diese Menschen sie ja darin unterstützen. Wenn sie das Gefühl haben, dass niemand da ist, der sie unterstützen kann und dass sie allein sind in der Situation und kaum Netzwerke haben, kann das sinnvoll sein, vielleicht auch mal psychologischen Rat oder eine psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen. Bleiben Sie nicht alleine mit sich und Ihrem Problem. Versuchen Sie, um Hilfe zu bitten und gehen Sie nach außen. Vermeiden Sie einen Rückzug, vermeiden Sie soziale Isolation. Wobei das nicht so ganz richtig ist. Manchmal kann ein Rückzug und eine Isolierung auch dazu dienen, Kraft zu sammeln, Kraft zu schöpfen, um dann wieder nach vorne zu gehen. Also soziale Isolation ist nicht immer grundweg verkehrt. Aber wenn das die Dauerlösung ist und man sich dann isoliert und vereinsamt und dadurch traurig wird, wäre das ja sehr schade.
Ja, mein 7. Tipp und somit die Säule 7 ist Zukunft planen. Sich eine Perspektive schaffen. Visionen, Wünsche haben. Wünsche und Bedürfnisse formulieren. Ne, wenn ich Sie mal so fragen würde, was wollen Sie als erstes tun, wenn Sie wieder so leben können wie vor dem Lockdown, vor der Corona-Krise? Was würden Sie als erstes in Angriff nehmen? Konkretisieren Sie das mal, so gut wie Ihnen nur möglich. Vielleicht schreiben Sie das auch mal auf. Einfach mal nach vorne gucken, sich Ziele setzen und die Zukunft planen. Planung ist das halbe Leben. Ja, das war's schon. Die 7 Säulen sind benannt, also meine 7 Tipps somit auch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema Resilienz, also psychische Widerstandskraft, ein bisschen näher bringen. Dies war ein Wissen kompakt und spiegelt natürlich nicht die komplette Resilienzforschung wider. Das ist auch kaum möglich. Aber ich habe Ihnen die 7 Säulen benannt und ich würde mir wünschen oder ich hoffe inständig, dass ich Ihnen ein Stück weit damit helfen konnte, damit Sie Ihre Widerstandsfähigkeit verstärken konnten. Vielleicht haben Sie auch ein paar Impulse bekommen, was Sie für sich tun und leisten können, um Ihre Resilienz deutlich zu verbessern. Ja, ich hoffe, Ihnen hat mein Video zum Thema Resilienz und Widerstandsfähigkeit gefallen. Und Sie konnten daraus profitieren, für sich etwas vielleicht ermöglichen, um Ihr Leben resilienter zu gestalten. Ja, ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Bis zum nächsten Video. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe und Ihr psychologischer Berater.